Moin zusammen, es geht jetzt zu zweit einmal nach Witchview mit null Beweisen wieder. Werden wir einen Hattrick schaffen? Ich weiß es nicht, weil wir hatten jetzt zweimal den gleichen Geist hintereinander. Wäre interessant, wenn wir den jetzt ein drittes Mal kriegen. Das wäre echt cool. So, 25%. Ach man, dafür war der vorherige Geist perfekt gewesen für diese Aufgabe. So, Motion Sensor Escape Doing an. Nette Aufgaben. Breakers irgendwo im Keller. Dann rein da. So, dann machen wir hier einmal alles an. Ich sehe hier keinen Knochen. Machen wir erstmal den Brecki an. Der war unten rechts. Hier gibt es zwei Spawns im Keller und einen Spawn nur in der Garage. Das heißt, wenn ihr den hier im Keller habt... Ich habe irgendwo oben was gehört, als ich im Keller war. Ich glaube, es klingt nach Tassen. Vielleicht ist der im Wohnzimmer oder sowas. Oben. Oder in der Küche. Ja. Da muss man gucken. Ich glaube, der hat Tassen geworfen. Muss mal gucken, welche das sind. Hm, ja. Dann hat er wohl welche in der Küche geworfen oder so. Ich dachte gerade, das wäre ein Knochen. Ja, ich gucke noch ganz kurz in der Garage nach einem Knochen und Versteck und dann gucke ich mal nach dem Geist. Okay, wir haben ein Versteck in der Garage, das ist sehr gut. Der Knochen ist auch hier bei dem Hocker in der Garage, also kannst du das Versteck direkt in der Garage aufbauen und einen Knochen versorgen. Ich kümmere mich um den Geist. Hast du das Licht in der Küche angemacht? Ja. Ich habe hier auf jeden Fall was fliegen hören und der hat die Laternen wohl ausgepustet. Gucken. Es klang nach einer Tasse oder einem Teller, als ich vorhin im Keller war. Ah, da liegt ein Teller. Also ist der hier auf jeden Fall irgendwo. Wow, mach doch mal langsam mit den Laternen, Freund. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo geht's runter? Foyer ist es nicht. Esszimmer, wie es scheint. Der ist im Esszimmer. Okay, wir müssten das hier auf jeden Fall so legen, dass es nur die Küche abdeckt, aber nicht den Rest. Jetzt mach doch mal langsam mit den Laternen. So schnell kann ich jetzt auch nicht fotografieren, Freund. Hm. Ah, mir fällt gerade ein. Wir haben doch... Oh Gott. Wo ist das eine Kruzi? Ist das schon hier? Ne, tu das andere Kruzi dann. Das, ich leg das hier vorne hin. Tu das andere Kruzi da hinten dann hin. In die, bei der Garage da. Ja, das andere liegt hier hinten. Das hier, das kannst du in die Garage packen hier. Das hier, was hier liegt. Okay. Boah, der Geist. Der Geist macht so abartig schnell. Geist, gib mir doch mal eine Minute, Mensch. Du machst so schnell. Der ist richtig Action hier. Ja, warte doch mal. Mann, der hört ja gar nicht auf. Jetzt ist bestimmt eines daneben gegangen, oder? Nee. Ich hab jetzt ein Zähne geschmissen. Ich dachte, das wäre nicht Kameras. Ja, das EMF, das kommt auch mit in die Garage auf jeden Fall, was da hinten liegt. Mist, wo ist die Kamera? Hä? Wo war der? Ich wollte gerade Foto machen. Ja, hier, hinterm Sofa hier. So, ja, toll. Ich wollte gerade Foto machen. Oh mein Gott. Also ist auf jeden Fall kein Shade, wie der sich benimmt. Wraith ist auch raus. Die Smudgies müssen da auf jeden Fall noch in die Garage. Einen schönen Ghost Highway bauen. Okay, der macht aber Action hier. Also der gibt einem ja keine Minute Verschnaufpause. Wo sind die Sensoren?
Wo sind die ganzen Sensoren? Achso, ich hab sie schon, ich hab sie. Ich weiß nicht, welche zuletzt ausgepustet wurde hier. Keine Ahnung. Hier noch einen hin und einen da hinten hin. Können wir so gucken, ob der zu uns kommt. Also entweder wurmt der sehr weit oder der versucht uns gerade nachzusteigen. Das ist sehr komisch. Okay, wir müssen nachher auf jeden Fall testen, ob das ein Banshee ist. So, die Sachen, die kommen da hinten hin. Du kannst, wenn du willst, in der Nähe vom Geisterraum das Salz fotografieren. So, die Sachen dahin. Wir müssten noch die Türen beobachten mit einer Kamera. So können wir zumindest zwei Türen beobachten. Ach, aber ja, das Blöde ist, die steht dann ein bisschen im Weg hier im Ghost Highway. Ich will die jetzt nicht... Okay, so geht es vielleicht. Okay, machen wir hier schon mal da fertig. Für Bolti. Die Kellertür ist das, oder? Ja, der macht sehr viel. Zwei Interaktionen. Okay, das waren zwei Interaktionen an der Tür, aber nicht hintereinander. Was hat er denn da hinten jetzt gemacht? Bip, 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 bip. Er hat Licht angemacht, es ist kein mehr. Ich hoffe, der Lichthalter zählt. Ja, hat gezählt, okay. Okay, Fotos sind voll. Du kannst also fotografieren, was du willst. So, Laternen sind hier überall verteilt. Er hält sich aber auch an mit den Laternen hier. So, dann bauen wir noch hier ein bisschen auf für Polti. Hopp. Okay, eigentlich haben wir dann soweit schon alles. Du bist gleich immer im Truck. Ja, guck mal nach der Sanity. Ich hatte vorhin das Event abbekommen. Vielleicht ist meine ja auch ziemlich runter. Kann ja vielleicht sein, dass es ein Polti ist. Deshalb bereite ich hier entsprechend mal vor. Schmeißen wir mal hier alles hin. Hopp, hopp. Geben wir dem mal ein bisschen extra Items zum Spielen, damit er nicht auf dumme Gedanken kommt, damit er auch beschäftigt ist, der liebe Geist. Ne? Man muss die ja immer schön beschäftigen. 83 -72. Warum ist ihre niedriger als meine? Ich habe doch eben das Event abbekommen. Sehr komisch. Okay, dann komm mal rein. Wir setzen uns da ins Licht und dann gucken wir mal, ob der zu uns kommt. So, wir bleiben jetzt hier hinter dem Sensor sitzen. Obwohl, ha, Mist, so haben wir nur einen Raum dazwischen, ne? Wir müssten hierher. Wir müssen uns hier hinhocken. Um zu gucken, ob der hier rüberkommt. So, und hier das legen wir mal so. Dass wir hier jetzt den Bereich so abdecken. Bin ich mal gespannt, was wir da für einen Kameraden haben werden. Wie viele sind da? Es sind, glaube ich, zwei und einer ist hinten noch. Okay. Ja, dann gucken wir mal kurz, ob er zu uns kommt. Diverse können wir Banshee und so weiter herausfinden. Und ja, hoffentlich ist es ein Moroi. Schauen wir mal. Er hat gerade zwei untereinander ausgepustet von den Kerzen. Hier, komm mal kurz mit. Ich zeig dir mal kurz, wie das mit der Raumaufteilung da ist. Weil da vorne am Eingang ist das ein bisschen komisch. Vielleicht ist das ja auch für euch ein bisschen interessant.
Hier ist ein Soundsensor. Da ist einer im Wohnzimmer. Wo hast du die anderen Soundsensoren hingetan? Meistens auf den Tischen und so. Also einer ist hier im Wohnzimmer und ist in der... Ah, hier ist noch einer. Okay. Hier, guck mal. Du hast ja jetzt hier den Sensor. Der ist jetzt hier, ne? In dem, wo der Geisterraum ist. Hier im Esszimmer, ne? Hier ist der Sensor. Der hier ist im Wohnzimmer, ne? Und guck mal hier, was wirklich sehr gefährlich manchmal sein kann. Wenn du hier reingehst, diese Linie hier, hier steht ja ein Sensor, ne, auf dem Schränkchen. Dieser Bereich hier, der zählt als Foyer. Das ist ein separater Raum. Also das hier ist ein anderer Raum. Und wenn ich jetzt hier hingehe, bin ich im Esszimmer. Das hier ist auch wieder ein anderer Raum. Wenn ich hier hingehe, bin ich im Foyer. Wenn ich jetzt hier hingehe, bin ich in der Küche. Die Räume hier, die sind anders eingeteilt. Das heißt, wenn du dieses Licht hier nicht anhast, warte mal, dieses hier, dann würdest du, wenn du hier stehst, im Dunkeln stehen und Sanity verlieren. Obwohl du denkst, oh, hier ist ja Licht an, ne? Jetzt komm mal mit in den Truck, jetzt kannst du ja mal die Sensoren sehen. Oh, hallo Geist. Ist nur ein Event, ist alles okay. Ach, da vorne war. Komm mal kurz mit in den Truck. Der ist sehr eventreich, der Geist. Dann zeige ich euch das auch mal, wie hier die Räume aufgeteilt sind, weil viele Leute sind hier auch verwirrt, ne? Das hier passiert, wenn das EMF da ist, übrigens. So, du siehst ja, hier einer ist in der Garage. Guck hier, Dining Room, Foyer, Living Room. Du musst mal hier auf die Punkte gucken, da siehst du, wo die sind. Da der eine, der ganz rechte Punkt, der ist im Foyer. Ich kann ja mal bei Foyer draufklicken, siehst du das? Das ist der im Foyer. Und hier der, das ist Dining Room. Das ist der da. Der Punkt, der da gerade groß wird. Und hier ist das Wohnzimmer. So sind die Räume da aufgeteilt. Weil ich habe... Oh, der macht einen Fernseher an. Ich habe das nämlich schon öfter erlebt, dass Leute deshalb verwirrt waren. Die dachten, die kommen ins Foyer zum Beispiel rein, haben da den Atem und denken, deswegen der Geist ist vielleicht im Wohnzimmer, in der Küche oder im Dining Room. Dabei ist er nur in diesem dünnen Streifen hier, was das Foyer ist. Und wenn man dann im Foyer rumsteht und überall das Licht anhat, aber nicht im Foyer das Licht anhat, steht man technisch gesehen im Dunkeln, weil es ja ein anderer Raum ist. Und dann verliert man auch schnell seine Sanity. Mhm. Ja, ja, klar. Krass. Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass es so eingeteilt ist. Ja, das muss man wissen, weißt du. Deshalb wollte ich das gerade mal zeigen hier bei der Map. Oh, hat er gerade wieder Licht hantiert. Ich meine, mehr haben wir ja schon ausgeschlossen. Wie hoch war deine Sanity vorhin? 80. 80? Warst du die ganze Zeit im Licht oder warst du in dem Foyer gewesen? Weil die ist ziemlich weit runter. Ich war im Foyer. Ja, dann hast du dadurch die Sanity verloren, weil das Licht da aus war. Wie viel hatte ich vorhin noch? Weißt du es noch ungefähr, bevor du wieder reinkamst? Ich glaube, das war auch 80 bei dir und so weiter. Wir könnten hier vielleicht einen Moor räumen. Bleib mal kurz hier und beobachte meine Sanity. Weil ich habe vorhin einen Whisper bekommen. Ich mache dann auch den Fernseher da drinnen aus. Und ich bleibe jetzt mal extra im Licht stehen. Und dann guck mal, ob meine Sanity irgendwie runtergeht. So, jetzt hat er hier natürlich die Lichter ausgemacht. So, jetzt bin ich gerade im Licht. Das da können wir ausmachen. Und wenn ich jetzt hier hingehe, bin ich auch im Licht, weil hier dieses Licht an ist. Also dieser Raum hier, für dieses Licht, das ist hier der Bereich. Bis... Hier, zu der Linie hier. Das hier zählt alles als dieser Raum. So. Und geht meine Sanity runter oder bleibt die stabil? Stabil. Okay, dann ist der Moroi auf jeden Fall raus. Banshee würde ich eigentlich auch schon mal rausnehmen, weil der macht ja jetzt hier nichts. Okay, wenn du willst, kannst du dann wieder reinkommen. Wir sind jetzt bei 60 ungefähr, ne? Schnappen uns noch kurz ein paar Items für hier vorne hin, damit er hier nachher auch was zum Werfen hat, wenn der huntet. So, das, das und das. Okay. Also den Banshee können wir auch schon mal ausschließen, weil der hat ja jetzt hier, der ist gar nicht zu uns gekommen. So, ich mache jetzt hier das Licht aus, damit meine Sanity runtergeht, weil es geht jetzt darum, die zu drainen. Das heißt, hier das Reinlatschen vorhin, das war einfach nur Roaming gewesen. Weil dass, wenn man hier drüber geht, über die Linie, ist man direkt schon im Esszimmer. Deshalb, also wie gesagt, ihr könnt, auch wenn ihr nicht sicher seid, was welcher Raum ist. Wo bist du, in der Garage? Ja, der Geist steht auch gerade vor mir. Ich bin hier beim Übergang von dem Dining Room zu dem Flur hier. Da steht er gerade im Sensor. Ist gerade durch den Geist durchgelaufen.
Er steht immer noch da. Jetzt ist er erst gegangen. Okay, also, Hat er die Dose geschmissen? Oh. Das warst du gerade, ne? Die habe ich dahin getan für den Highway. Ja, toll. Jetzt gerade im Moment, wo der den anderen da ausgelöst hat. Toll. Aber ja, der hätte ja das Salz verlatscht. Okay, okay, er ist da. Also, ich hoffe, jetzt wisst ihr so ungefähr, wie die Raumeinteilung hier ist. Ich hoffe, das hilft. So, wir drainen jetzt unsere Sanity, beobachten den noch ein bisschen und der wird ja auch gleich wahrscheinlich handeln. Oh mein Gott, da war gerade einer in uns drin. Sei vorsichtig, die Sanity ist jetzt runtergegangen. Komm mal zum Versteck, der wird gleich vielleicht handeln. Jetzt hat er uns natürlich in die Wände. Das ist besser zum Truck gehen, ich muss gleich die Tür aufmachen. Dann bleib lieber erstmal hier, weil der wird jetzt vielleicht gleich handeln. Ich weiß nicht, ob er noch hier ist. Airball, kein Ding. Scheiße, jetzt hat er die Sanity natürlich so runtergerissen. Ach, jetzt wird der Wert nachher nicht sinnvoll sein, den wir bekommen. Mist. Jetzt legt er aber auf einmal los hier. Na toll, der ist immer noch da. Ja, danke Geist, dass du mir das sagst. Ich hab's schon bemerkt, weil du nicht ins Salz gelaufen bist. Jetzt klopft er auch noch ans Fenster. Toll. Guck mal hier, hier ist so ein kleiner unsichtbarer Rampe. Schieb das doch raus. Ja, aber sei vorsichtig, wenn der jetzt versucht zu handeln. Bin ich am Arsch. Ja, dann beeil dich. Okay, der ist hier hinten eingesperrt, dann beeil dich. Das Salz drängt den gerade zurück. Der kann da gerade nicht weg. Ja, und da spielt er Klavier, weil er hier nicht weg kann. Denkt er sich, ach, ihr lasst mich hier nicht raus, dann spiele ich Klavier. Okay, er hat jetzt versucht zu handeln, aber ich glaube, die Sanity-Werte, die bringen jetzt nichts. Ich kann die hier noch anmachen. Der hängt immer noch bei mir rum, ne? Ja, ich saß ja jetzt vorhin die ganze Zeit im Dunkeln und der hat mich ja mit zwei Events gehittet. Ich warte jetzt erstmal den Hand ab, dann müssen wir mal gucken, wie der sich da verhält. So, zur Not müssen wir die Sanity wieder aufladen, wegen der Hunting Threshold. Könnten natürlich auch ein Onryo haben, ne? Dafür brauche ich nämlich das Kruzi nachher, deshalb schmeiße ich das jetzt hierher. Damit der mir hier nicht handeln kann. Shit, ist das der Breaker? Na bravo, jetzt killt der natürlich den Breaker, das war ja so klar. Kein Gin. Tja, wir kriegen leider keinen dritten Gin. Schade. Ja, finde ich auch. Weil hier, das ist ein schöner Ghost Highway für einen Gin. Das ist eine schöne lange Strecke hier. Deshalb mag ich das Versteck hier. Da kann man einen schönen langen Ghost Highway machen. Das war ich gewesen. Ich bin hier in den Strahl rein. Okay. Es geht los. Klingt etwas schneller. Sieht normal aus vom Flackern her. Kein Phantom. Oni ist ja eh schon raus. Ist der oben? Könnte Mai Ling sein. Wir könnten hier eventuell einen Mai Ling haben. Ich bin aber nicht ganz sicher. Dafür muss ich sehr weit weg von ihm sein. Also ich habe ihn kaum gehört, als er weiter weg ging. Vielleicht einen Mai Ling. Den kannst du ja schon mal eintragen. Warum ist es hier kalt? Sag mal, Freund, bist du heimlich in den Keller runtergekommen? Wie ging denn jetzt dieses Event? Warst du im Haus? Jetzt vergessen, auf den Timer zu schauen. So, das hier. Nee, das hier ist das Licht vom Foyer für den Bereich hier. Bist du vielleicht irgendwie ein Onryo oder sowas? Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Lass mir die mal hier. Für später. Ich werde jetzt gleich einfach im Schrank mal hocken bleiben und versuchen nur hinzuhören, ob das vielleicht ein Meiling ist. Haben wir hier was flackert? Da ist eine Taschenlampe, okay.
Mist, jetzt kommt der hierher. Geh doch weg! Es ist ein Meiling. Hab das gerade gehört, man hat die eine Tür da gehört, aber keine Footsteps. Kann nur ein Meiling sein. Wenn nicht, dann habe ich mich mega vertan. Dann muss ich wirklich zum Ohrenarzt. Okay, sehr wahrscheinlich ein Meiling. Wenn das kein Meiling ist, dann sind meine Ohren wahrscheinlich hinüber. Oder meine Anlage ist falsch eingestellt, aber das glaube ich nicht. Okay, sollen wir einfach mit Meiling fahren? Ich glaube, das wäre sogar mein erster Meiling. Sekunde. Ja, sie antwortet gerade nicht, sie ist AFK. Ich hoffe, sie hat Meiling eingetragen. So, der fummelt da jetzt auch gerade an den Türen rum. Der hängt da auch gerade an der Garage so ein bisschen rum. Naja, hoffen wir mal, sie hat es eingetragen. Dann fahren wir mal mit Meiling. Ich habe ihr ja vorhin gesagt, dass wir Meiling haben. Ich glaube, sie hat das wahrscheinlich schon eingetragen dann. Wie gesagt, ich bin in letzter Zeit, das Audio ist ziemlich kaputt, ne? Oh mein Gott, und es ist mein erster Meiling. Cool. Cool. Ein Erfolg für Meiling. Ja, nice. Okay, cool. Die Erfolge, die füllen sich langsam. Okay, da sind ein paar bei, die man etwas grinden muss. Aber ja, das ist eigentlich super gelaufen. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir was Neues freischalten. Das wäre ja jetzt natürlich cool, wenn wir irgendwas Neues noch kriegen. Was könnten wir denn kriegen? Das Kurzi wird noch ewig dauern. Das hier dauert auch leider noch ewig. Sonst haben wir jetzt nichts, was wir jetzt mega dringend brauchen würden. Okay, Kamera wäre natürlich schön, aber ja. So, hier habt ihr nochmal die Statistiken. Also, das war der Meiling. Ihr könnt den daran hören, wenn... Er muss dafür aber weit genug weg sein, wenn ihr keine Schritte hört während des Hans, aber wenn ihr Türen hört und Gegenstände, die fliegen, dann ist es sehr wahrscheinlich Meiling. Wie gesagt, das Audio ist in letzter Zeit aber ein bisschen broken in dem Game. Also müsst ihr da vorsichtig sein und lieber doppelt checken während des Hans. Seid auf jeden Fall weit genug weg. Sorgt dafür, dass der Geist auch weit genug von euch wegläuft. Wenn der die ganze Zeit in eurer Nähe ist, könnt ihr es natürlich nicht feststellen. Zum Beispiel Tanglewood und Willow ist sehr schwierig, weil es eben kleine Maps sind für diesen Geist. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.